Hallo meine Süßen, da bin ich wieder. Also die Bestellung, die ich jetzt heute bekommen habe, war jetzt nur eine Bestellung und deswegen mache ich jetzt nochmal ein Mini-Haul. Ich werde aber noch was dazusetzen zu dem Video. Also eigentlich geht es um meine liebste Kosmetikmarke ist, so werde ich das jetzt nennen. Und dann werde ich euch, wie gesagt, meine Lieblingskosmetikmarke zeigen. Ja, aber als erstes möchte ich euch zeigen, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich auch bei Cosmetic Cosmo bestellt. Zu einem habe ich mir die Contour Kala gekauft. Ja, das war jetzt die limitierte. Warum die jetzt limitiert ist, weiß ich nicht. Ja, weil sie, glaube ich, rosa ist. Aber so doll rosa ist sie jetzt nicht. So sieht sie jetzt aus. Hat einen schönen langen Stiel. Das mag ich gerne. Ist auch schön weich. Und ich habe sie heute auch schon benutzt zum Konturieren. Fand ich sie eigentlich auch ganz gut. Also gefällt mir noch ganz gut. Ich muss mir halt erst immer an Pinsel gewöhnen. Die hat auf jeden Fall 9,99 € gekostet. Ja, finde ich, geht gerade noch so. Also 10 Euro für einen Pinsel finde ich schon ein bisschen viel. Ja, wie gesagt, unten in der Infobox ist ihr ja, Internetshop, cosmeticosmo.de eben. Und unten steht dann, wie gesagt, noch immer der Facebook-Link. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mir da Freundschaftsanfragen schicken und ja, Kommentare eben schreiben und so Zeug. Ja. Und unten drunter in der Infobox wird da stehen, was ich heute auf dem Gesicht trage. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe mir dann nämlich noch drei Sleek Blushes bestellt. Und Sleek ist auch meine Lieblingskosmetikmarke. Deswegen werde ich heute euch alles zeigen, was ich von Sleek habe. Aber jetzt werde ich euch erstmal die neuen Rouges zeigen, die ich mir bestellt habe. Also einmal habe ich mir Suede bestellt. So sieht die Farbe aus. Ist ein matter Ton. Und ja, wird so geschrieben, wenn ihr es lesen könnt. Ja. Wie gesagt, ist matt und ich swatch es euch gleich mal. Den Ton habe ich auch heute auf den Wangen. Und halt beim Magenknurren. Ist wieder sehr gut pigmentiert, aber auch nicht zu kräftig. Also finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Das war jetzt der erste. Der zweite, den ich mir geholt habe, ist Pomegranate. Alle Sleek Blushes kosten 6 Euro. Pomegranate sieht jetzt so aus. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist jetzt wieder mit, ja, mit Schimmer. Und ich mag die total. Und der ist jetzt wieder richtig gut pigmentiert. Ich fand auf den Bildern sah etwas roter aus. Er kommt jetzt eher, finde ich, schon ins Pinke und hat auf jeden Fall so auch so einen pinken Schimmer drin. Und so einen kleinen, also einen kleinen Rotstich hat er noch. Aber ich dachte eher, dass er so ein bisschen rot ist, aber er ist ja auf jeden Fall eher pink. Also so pinkrot würde ich sagen, mit ja, rosanem Schimmer. Und zuletzt habe ich mir noch Sunrise bestellt. Sunrise sieht so aus. Und den wollte ich ja schon ewig lang haben. Ich bin jetzt so froh, dass ich ihn habe. Ich freue mich auch total, ihn zu benutzen. Ist wie gesagt so ein Braunton, aber der so ein bisschen auch ins, ja, auch ins Rote reingeht. Und hat auf jeden Fall auch Schimmer. So sieht jetzt Sunrise aus. Also das hier ist Suede, Pomegranate und Sunrise. Also finde ich auch sehr, sehr schöne Farben. Ich muss jetzt gerade mal was zum Abmachen holen. So. Das waren auf jeden Fall die Blushes, die ich mir bestellt habe.
Jetzt komme ich zu meinen anderen Sleep-Produkten. Wie gesagt, das hat jetzt alles, drei haben jetzt 18 € zusammen gekostet, also 6 € pro Sleep-Blush. Ist ganz normal, 8 Gramm sind drin, wie immer. Und ja, die Qualität ist genauso gut wie die anderen. Jetzt zeige ich euch die anderen, die ich noch habe. Ich habe noch drei andere. Einmal habe ich aus einer, aus einer Limited Edition den Pantao. Ich zeige euch mal so rum. So sieht der aus. Es ist so ein ganz, ganz dunkles Lila. Der ist auch matt. Und da muss man echt aufpassen, weil der echt so gut pigmentiert ist. Da kann man schon da mal aussehen wie so ein Clown. Also, das hier ist jetzt Pantao. Wie gesagt, war limitiert, aber ich glaube, den kriegt ihr sogar noch vereinzelt in den Shops. Ist wie gesagt matt. Finde ich, ist eine schöne Sommerfarbe, aber da müsst ihr echt aufpassen, dass es nicht ja, so aussieht, als hättet ihr euch jetzt, keine Ahnung, tonnenweise das drauf geklatscht. So, dann noch mein allergrößter Liebling, den meine Schwester kaputt gemacht hat, ist Rose Gold. Ich will jetzt nicht so kippen. Also die hat ihn wirklich fallen lassen und er ist wirklich kaputt gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, die Sleek Blushes, die kann man echt oft runterschmeißen und sie gehen nicht kaputt. Sie sind sehr stabil, aber meine Schwester kriegt es trotzdem hin, den kaputt zu machen. Wie gesagt, ich möchte ihn jetzt nicht wegschmeißen, weil so kann ich ihn ja noch benutzen. Also das Rose Gold, ist einfach meine Lieblingsblush einfach. Und da möchte ich ihn jetzt nicht einfach wegschmeißen, nur weil er so ein bisschen beschädigt ist. Eben so ein rosa mit goldenem Schimmer. Seht ihr jetzt hier? Ist eine hammer schöne Farbe. Also kann man wirklich nicht sagen, ich liebe den total. Hat wie gesagt diesen sehr bekannten goldenen Schimmer. Also Rose Gold kennt eigentlich so gut wie jeder. Ja, und ist auch mein Lieblingsblush von Sleek. Auch noch so ein Liebling von mir ist Flamingo. Der sieht sehr, sehr toll im Sommer aus, wenn man so ein bisschen gebräunter ist. Aber ich finde, man kann ihn auch im Winter tragen. Jetzt, heute schneit es ja richtig. Und ja, da hatte ich eigentlich heute extrem Lust, den zu tragen. Aber ich wollte den Sude als erstes mal ausprobieren, weil es so eine unscheinbare Farbe ist. Und morgen werde ich auf jeden Fall Flamingo tragen. Also es ist eine sehr, sehr knallige Farbe. Ist auch wieder matt. Und ja. Es sieht sehr unscheinbar aus, aber es ist wirklich auch eine hammerschöne Farbe auf den Wangen. Bei dem Blush müsst ihr jetzt auch wieder aufpassen, weil der auch sehr, sehr gut pigmentiert ist. Also ich finde sogar am meisten pigmentiert von allen. So sieht der aus. Und ich habe, wie gesagt, noch nie irgendwo diese Farbe gesehen. Also es ist eine sehr einzigartige Farbe. Es ist kein richtiges Pink. Man kann sie auch sehr schwer beschreiben. Und sie ist einfach wunderschön auf den Wangen und deswegen mag ich sie auch total gerne. Ja, das sind jetzt die, was ich habe. Rose Gold, Pantau und Flamingo. Wie gesagt, ich habe und schon runtergefallen. Ich habe 6 Stück. Also 6 Blushes von Sleek und ich werde mir auf jeden Fall noch mehr holen. Ich weiß es nicht. Es gibt jetzt auf jeden Fall noch ein paar mehr. Es gibt dann, glaube ich, noch Pixie Pink und noch viele andere. Fenberry ist auch limitiert, das hätte mich auch interessiert. Ich sage, da kommen immer ganz, ganz viele limitierte Blushes und das freut mich halt immer total, weil ich halt, wie gesagt, Blush ist das, weswegen ich mich schminke irgendwie. Also das sind halt einfach meine Favoriten. Also das ist das, wo ich am meisten kaufe und wo ich mich am meisten für interessiere. Und deswegen liebe ich halt Sleek schon über alles, weil die so schöne Blushes haben, auch in den LEs. Und die Qualität einfach stimmt und der Preis, finde ich, stimmt auch. Und deswegen gehört auf jeden Fall Sleek zu meinen ja, Favorit eben. Also für die Kosmetikmarken. Und natürlich noch ein Grund, warum ich Sleek natürlich mag, sind die Paletten. Davon habe ich 4 Stück. Wie ihr seht, ich mag Sleek wirklich total. Was ich bis jetzt nur nicht ausprobiert habe, sind die Sleek Lippenstifte. Wenn ihr welche habt oder so, dann könnt ihr mir ruhig eine Videoantwort posten unten in die Kommentare. Oder könnt einfach mal drunter schreiben, wenn ihr welche habt, wie ihr die findet, wie sie so von der Konsistenz sind und von den Farben und von der Haltbarkeit und sowas. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich mir jetzt noch keine Sleek Lippenstifte geholt habe. Ich habe auch so wenig bis jetzt von denen gehört und ja, wie gesagt, wenn ihr welche habt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da unten in die Kommentare was darüber schreiben würdet. Ja, jetzt erstmal zu den Paletten. Also wie gesagt, ich habe 4 Stück. Einmal habe ich die Sunset Palette. Ihr werdet auch sehen, dass ich die schon sehr benutzt habe. Also das hier ist jetzt die Sunset Palette. Da sind jetzt eher knalligere Farben dabei. Viel Gold, Rosa, Türkis, Gelb, Orange. Viel so ins Rote und Kupfer gehende. Also so würde ich sie jetzt auf jeden Fall beschreiben. Benutze ich jetzt nicht so häufig eher diese Goldtöne und so. Und auch vielleicht mal so in diesen Rot-Bronze. Benutze ich auch mal ab und zu. Aber dieses Gelb und dieses Orange, ja, benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Dann natürlich die Storm-Palette. Ich finde, wenn man Sleek-Fan ist und wenn man auch noch keine Palette hat von Sleek, würde ich auf jeden Fall die Storm-Palette empfehlen oder die Eau Naturelle, weil es eher natürliche Farben sind und auch für Anfänger, für Schminkanfänger auch sehr gut geeignet. Da sind auch sehr, 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 sehr schöne Farben dabei. Es ist wirklich sehr natürlich, aber auch ein paar bunte Farben wie das Blau und das Grün und das Lila dabei. Aber auch, ihr habt auch einen matten Braunton und dann, wie ihr wahrscheinlich schon seht, ups, jetzt blende ich euch, wie ihr wahrscheinlich schon seht, diesen hellen Ton da oben, der da ist schon eine richtige Kuhle drin, der wird auch bald aufgebraucht sein, denke ich. Und diesen Braunton hier unten, den benutze ich auch sehr, sehr häufig und der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Also die Storm-Palette ist auf jeden Fall so ein Favorite von mir. Zu der greife ich immer oder wenn ich irgendwo hingehe, nehme ich die immer mit, weil man sich einfach super mit der schminken kann. Man kann sich für eine Party schminken, man kann sich aber auch sehr natürlich für den Alltag schminken. Deswegen, wenn ihr euch für die Paletten interessiert und noch keine habt, würde ich euch auf jeden Fall die Storm-Palette empfehlen. So, dann zeige ich euch jetzt mal die Eau Naturelle. Die würde ich jetzt euch als zweites als Schminkanfänger empfehlen, weil eben viele matte Farben dabei sind und ich einfach schwieriger finde, sich mit matten Farben zu schminken, weil man wirklich aufpassen muss, weil sie zu verblenden, weil die dann immer sehr gerne verschwinden. Ja, und diese ist auch eine sehr, sehr natürliche Palette, die habe ich erst gestern bekommen, habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, da kann ich euch auch nochmal den Videolink in die Infobox setzen oder ich werde es hier einblenden, mal schauen, ob ich das noch hinbekomme. Also so sieht sie auf jeden Fall aus. Dann natürlich viel matt, aber auch schimmernde Farben. So ein bisschen was Grünes, was Braunes, was Graues. Also alles schon ziemlich dabei und auch so ein mattes Lila, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ja, das wäre auf jeden Fall diese hier. Und dann habe ich noch eine limitierte. Und zwar ist es die Avril La Peach Collection, die Paraguaya Palette. Davon ist auch der Pantau. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich sie sehr, sehr häufig benutze. Und ihr werdet auch sehen, welche Töne ich sehr, sehr häufig benutze. Also ich benutze auf jeden Fall sehr, sehr häufig diesen Ton hier, den matten Creme-Weiß-Ton, diesen hellgrauen, oh, jetzt blende ich euch wieder, diesen hellgrauen und den hier, diesen braunen, benutze ich sehr, sehr häufig. Gestern habe ich auch, ich habe jetzt ja gestern unter das Video, unter das Cosmetic Palace, nur braun Lidschatten in die Lidfalte geschrieben. Das war auf jeden Fall dieser hier. Ja, und das ist auch eine sehr, sehr schöne Palette, auch sehr schön für den Sommer. Könnt ihr auch ein bisschen bunter mitschminken, sind aber auch eher matte Farben drin. Das sind jetzt 2, 4, 6, 7, nee, ist richtig. Ja, 7 matte dabei und gerade mal 4 schimmernde. Ja, aber ich finde die Palette auch sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, ich bin einfach, wenn ich mir was im Internet bestelle, dann gucke ich immer sofort erst bei Sleek, was es da Neues gibt, weil, ja, weil ich Sleek einfach, die Qualität stimmt einfach sowas von, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hammermäßig, weil die einfach so eine super gute Pigmentierung haben und sich super verblenden lassen, super weich sind im Auftrag und auch die Rouges, die sind zwar, manche sind zwar extrem pigmentiert und ihr müsst ein bisschen darauf achten, die aufzutragen. Aber allgemein sind die anderen Blushes auch sehr leicht aufzutragen und ja, sehen einfach wunderschön aus. Und wie gesagt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, so eine Palette kostet auf jeden Fall 7,95 Euro.
Ja, ja, 14 Farben. So. Nee, 12. 12 Farben auf jeden Fall in so einer Palette. Und damit kommt ihr auch ewig hin. Und 7,95 € für die Qualität ist echt super gut. Ja, also das ist auf jeden Fall meine Lieblingskosmetikmarke. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Wie gesagt, es werden dann noch Haul-Videos jetzt folgen. Ich werde dann wahrscheinlich noch ein Favoritenvideo machen, ein All-Time-Favorite-Favoritenvideo. Das heißt also Dinge, die ich schon längere Zeit benutze und die ich echt empfehlen kann. Das wird auf jeden Fall auch wahrscheinlich noch folgen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder Videos mache. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich freue mich da immer total drüber. Und ja, das war's dann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag mit dem Schnee jetzt endlich draußen. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.